Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen kurzen Video. Ja, ich bin heute Morgen schon den ganzen Morgen hier wieder am Rumwuseln. Und da wir jetzt für Montag beschlossen haben, als Familie rauszugehen und den Vorgarten jetzt in Angriff zu nehmen und ich es andererseits nicht mehr schaffe, noch irgendwie ein Video für euch abzudrehen, dachte ich mir, ja, werden wir heute einfach mal ein kleines, kurzes, gemeinsames Video hier machen und dabei die, ja, Gunst der Stunde nutzen und Sophia umziehen. Sophia ist ja mein allererstes Reborn-Baby, was ich ja seit 2004 habe. Und Sophias Platz ist ja hier das Beistellbett geworden. Ich liebe es einfach, die Maus hier bei mir zu haben. Ich habe zwar immer noch keinen Schimmer, was ich hier anziehen soll, aber wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Die ist immer hier so schön eingekuschelt in ihrer Decke. Und die süße Schnecke hat diesen super, super niedlichen Strampli an. Ich finde den so, so schön an ihr. Ja, und jetzt werden wir mal rübergehen, ne, kleine Maus. Und dann würde ich sagen, geht's los. Da hat sich auch jemand bequem gemacht, die süße Mausi. Hm? Bei uns ist es wieder richtig, richtig, richtig kalt geworden. Weshalb ich heute Morgen wieder die Heizung angemacht habe. Ja, wir haben echt lange überlegt, ob wir die Heizung anmachen sollen, aber die letzten zwei Nächte war es schon echt kalt. Und das Ende Mai, also das ist auch mal was, ne? Normalerweise haben wir die immer bis allerhöchstens Anfang Mai laufen. Wir haben die auch jetzt schon seit Wochen ausgeschaltet. Ich glaube Ende April oder Mitte April, irgendwie sowas haben wir die ausgeschaltet gehabt. Und jetzt wird es nochmal richtig, richtig kalt, weshalb wir die jetzt halt nochmal angemacht haben. Ja, aber das nur so nebenbei. Hoffen wir mal, dass das Wetter jetzt langsam aber sicher besser wird hier und der Sommer kommt. So, ich stelle euch jetzt mal hier hin und dann suche ich für die kleine Mausi was aus, ne? Was du anbekommst, kleine süße Maus. Eine Stoffi brauchst du auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal hier schauen. Ich habe nämlich ihre Sachen auch mit hier bei den Mädchen hängen. Ich finde ja auch diesen Strampler hier total niedlich. Aber der ist auch so Niki. Und mit der Weste ist der auch wieder richtig, richtig dick. Und das wollte ich jetzt ihr nicht mehr so sehr antun. Weil ich ja auch nicht weiß, wann ich das dann das nächste Mal schaffe, sie umzuziehen. Oder ich ziehe ihr diesen Overall an mit einem Kurzarmbody drunter. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich ziehe ihr den Overall an hier und dann kriegt sie einen Kurzarmbody darunter und dann passt das. Den kann ich auch mal aufmachen. Dann suchen wir dir jetzt noch einen Kurzarmbody raus. Das könnte auch passen. Dann nehmen wir das. Ich glaube, ich habe alles und werde jetzt die kleine Maus mal umziehen. Ich wollte eigentlich heute auch noch ein zweites Video abdrehen. Ich muss mal schauen, ob ich das noch schaffe heute. Ansonsten mache ich das erst nächste Woche. Weil, wie gesagt, ich bin schon den ganzen Morgen wieder hier am Rumwuseln und alles am Machen, was so gemacht werden muss. Natürlich, heute ist Samstag, also heißt es auch Wäsche machen. Und ja, ich werde jetzt mal eben die Maus hier den Body wechseln und die Windel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Body ist an und passt angegossen, der kleinen Maus. So, und dann ziehe ich ihr noch... Ach, nee, bevor ich sie jetzt weiter anziehe, werde ich die kleine Maus jetzt erstmal entstauben. So, jetzt war die Speicherkarte voll. Also irgendwas ist immer mit der Kamera. Entweder ist der Akku leer oder die Speicherkarte ist voll. Wie gesagt, ich nehme mir immer einen ganz normalen Schminkpinsel und staub damit halt einfach die Babys ganz normal ab. Mehr braucht man da auch eigentlich gar nicht machen. Sophia habe ich ja vor einiger Zeit bearbeiten lassen, beziehungsweise sie hat ja einen neuen Körper bekommen, aber mehr lasse ich ja bei ihr nicht machen. Also nächstes Jahr, 2023, wird sie 20. Also 2003 ist sie hergestellt worden und 2004 ist sie dann zu uns gekommen. Ja,
Schon krass, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich die Mausi abgeholt habe. Ich weiß auch noch, dass meine Oma mich damals total unterstützt hat und gesagt hat, ja, wenn es dir gut tut, dann hol sie dir. Und als sie dann da war, war meine Oma auch total begeistert von ihr. Und meine Oma hat Sophia geliebt, total. Sophia ist auch sehr von meiner Oma verwöhnt worden, sagen wir es mal so. Weil jedes Mal, wenn wir einkaufen waren und ich war dabei und es waren irgendwelche schönen Babysachen da, da hat meine Oma dann immer gesagt, so, ist das nicht was für Sophia? Und ich glaube auch, meine Oma würde, wenn sie jetzt noch leben würde, mich auch jetzt voll und ganz unterstützen. Ich glaube, die Videos wären wahrscheinlich sogar noch lustiger als mit meiner Mama. Obwohl, mit meiner Mama sind sie auch lustig, gar keine Frage. Aber wenn meine Oma noch leben würde, ich glaube, da hättet ihr richtig Spaß an den Videos. Und ja, meine Oma ist 2010 verstorben. Und das ist so, ja, mit Sophia so das Andenken an meine Oma. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß gar nicht, von wem ich den Overall habe, aber ich finde den so, so schön. Und zack, ist die kleine Snacky fertig. Ja, so sieht sie jetzt aus mit dem Overall. Richtig, richtig niedlich. Ich habe ihr noch so dünnere Söckchen angezogen, die dann so, ja, hier unter dem Overall sein können. Und ja, wenn es dann wirklich wieder warm werden sollte, kann ich den halt einfach aufmachen hier, also den Reißverschluss aufmachen. Ich werde die kleine Maus jetzt ins Bettchen wieder bringen und dann werde ich den Katzenback oder das Katzenklo sauber machen müssen. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft heute und dann geht es nämlich hier weiter. Also heute ist echt Action hier. Demnach hätte ich es halt einfach auch nicht geschafft, immer die Kamera mit dabei zu haben. Und deswegen dachte ich mir, schiebe ich jetzt einfach dieses kurze Video dazwischen. Hoffe, euch hat es natürlich gefallen und Spaß gemacht, mit mir zusammen unsere süße Sophia-Maus umzuziehen. Ich verabschiede mich jetzt wieder aus diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Bis ganz bald. Tschüss!